Ah, guck mal, das ist bestimmt die Iris. Deine Tochter weiß ja nichts, ne? Ich war jetzt gerade bei denen, die mal zum Käffchen trinken, dann gehen wir mal hin. Ah, guck mal, Käffchen trinken. Joanna? Ja? Hallo? Besuch? Hallo? Guten Tag. Ich bin Andrea. Hi, hallo. Joanna. Komm, ja, ich drück dich mal. Also für all da draußen, ne? Die Joanna hatte sich ja was gewünscht. Für. Aber nein, wir machen es jetzt erst anders. Wir gehen einmal zum Auto, weil ich habe ja dann telefoniert mit dir. Und irgendwann habe ich gedacht, Iris, Moment, Iris, wer ist jetzt Iris? Iris kommt auch aus Kordel, weil die Iris hat nämlich einen Wunsch eingereicht bei der Wünsch-dir-was-Aktion. Und das liegt hier hinten. Oh, danke. Das ist ein Schwerlastregal, damit ihr Ordnung schaffen könnt. Dankeschön. Bitteschön. Hallo Burkhard. Hallo. Tachchen. Joanna hatte ja einen Wunsch eingereicht. Aber bevor wir den erfüllen, haben wir noch einen anderen Wunsch gehabt. Nämlich die Iris hat nämlich auch einen Wunsch eingereicht für euch beide. Und das ist ein Schwerlastregal. Oh, dahin. Toll. Guck mal, oh, toll. Wir sind ja erst wieder seit 3 Monaten zurück, ne? Ach echt? Ja. Oder 4, genau. Maximal. Ja. Ja. Und ihr beide, ihr seid seit wann wieder? Nur ein Jahr sind wir, aber da waren wir noch nicht fertig, aber wieder zurück. Die Treppe war das Problem. Die Treppe hier, da war vorher eine andere Treppe drin und die ist zusammengestürzt und deswegen konnten wir ja eine Zeitweise gar nicht hoch. Ah. Ja. Und das Wasser stand bis wo ungefähr? So, ne? Bis zum Fenster. Ja, so. Also der Schulschrank, der stand vorher so einer schon hier, der war hier. Und hier war kein Estrich mehr drin, da war alles raus, genau. Da war purer durch Sand. Die Rohre, die da waren, sind auch kaputt gegangen. Dann ging teilweise hier ein Bach durchs Haus. Und da konnte man ja auch keine Dusche oder Toilette oder so unbedingt benutzen. Wart ihr im Haus? Als das passiert ist? Ja. Nee, wir waren in den Flitterwochen. Oh, Flitterwochen. Wir konnten auch nichts retten. Ja. Ja gut, aber das hättest du auch so... Ja, nicht stimmt. Retten können. Aber wenigstens unser Auto hätten wir vielleicht retten können. Das ist leider, ja, ist vorbei. Aber das ist so richtig, ist so, so ein altes Haus hier, ne? So. Ja, genau, deswegen hat das auch so lange gedauert zu trocknen. Ja, ja, klar. Wenn ewig unten getrocknet wegen dem Sandstein. Halt, ne? Ja, genau, ja. Wegen dem Boden auch, weil du es gerade sagtest mit dem Sand und so, ne? 8, 9 Monate lang. Oder sogar noch ein bisschen. Bis es getrocknet wurde, ne? Bis es fertig war. Wahnsinn, ne? Wir haben da auch nicht mit gerechnet, dass auch Kordel betroffen ist, ne? Ja, aber von hier ist ja Gott sei Dank niemand gestorben. Ich glaube, das ist auch, ja, Gott sei Dank. So, und das ist der Bahndamm und dahinter ist die Kill. Ja. Ich sehe sie dahinter, ne? Wahnsinn. Ja, ist noch ein... ja, das ist schon irre, ne? Hier mussten wir jetzt alles abreißen, die Leute. Also alle haben eine Abrissverfügung hier bei den Gärten jetzt bekommen, wegen Hochwassergefahr und Hochwasserschutzgebiet. Ja, da hinten ist die Kirche. Also muss schon ein gutes Stück steigen, in die Straße zulaufen. Das Wasser stand quasi dann bis fast bis oben hier in der Baumkrone. Und dann ging dann quasi dann über die Gleisen mit Blutwelle in die Häuser quasi. Thank you.